Tja, Naturbiken. Viele denken sich vielleicht, was ist denn das überhaupt? Das hat zum einen zu tun mit Natur, nämlich gerne unberührt und gerne etwas zivilisiert, weil der Mensch hat auch zwischendrin mal Hunger und Durst, gerade auf so Radtouren. Ja, und Biken, eben mit dem Bike, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und es gibt viele Naturbike-Touren, nämlich anspruchsvolle für den versierten Mountainbiker oder den krassen E-Bike-Fahrer. Und es gibt aber auch andere, da kann man auch als Familie mit Kindern ohne E-Motor ganz gechillt unterwegs sein. Also es ist für jeden etwas dabei und wo einen die Reise hin verschlägt, das entscheidet man am besten selber und am liebsten spontan, so wie ich. Also ich bin mal weg. Ciao, ciao. Ja, da sind wir wieder oben in Jungholz, früheres Steuerparadies und jetzt Teil unserer Nordroute. Wir sind jetzt gerade über kleine Wirtschaftswege raufgefahren und jetzt geht es da hinten irgendwo durch den Wald. Das ist ganz gut, wenn man Navigation dabei hat und dann kommen wir ins Vilstal. Also ich bin gespannt auf die weitere Strecke hier. Wetter stimmt wieder, also es lohnt sich. Naja, Pause machen ist auch Teil des Naturbikens und leider keine Außengastronomie hier, aber optisch schöner geht es eigentlich schon gar nicht mehr. So, inzwischen angekommen in Reutte. Kein 40er Schnitt, Maximalgeschwindigkeit wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber grundsätzlich muss ich sagen, es war wieder ein ganz toller Tag hier auf der Nordroute. Die Allgäuer Seen, die Königsschlösser, in Füssen kleines Päuschen und jetzt hier in Reutte gibt es eine anständige Brotzeit. Also ich freue mich auf Recovery.